Bayer 04 Leverkusen gegen den ersten FSV Mainz 05. Diaby naht ein, zwei Gegenspieler, macht das gut. Jetzt mit Tempo über links, bringt die Flanke rein und da ist das Schusschen und das Türchen. Wunderbar, 1-0 für die Werkself. Schuss und Tor, Lucas Alario. Moussa Diaby, der ist schon im Strafraum, lupft die Kugel zu Leon Bailey, Latte, Kopfball und dann nochmal der Nachsetzer von Kerem Demir hierbei. Was für eine Riesenchance. Auch in die erste Halbzeit haben wir so langsam gespielt, so viele schlechte Pässe gespielt hinter dem Mann, nicht Hoppelpässe, alles was wir normalerweise super machen, das haben wir heute nicht gut gemacht. Und ich habe auch in die Halbzeit in die Kabine zu meiner Mannschaft gesagt, Jungs, das ist nicht, wie wir spielen müssen, weil wir führen 1-0. Aber wenn wir das nicht besser machen, dann werden wir das Spiel nicht gewinnen. Niklas Lomp hütet ab sofort jetzt im zweiten Durchgang das Tor. Da Costa kratzt den Ball noch von der rechten Seite. Soloy und die Möglichkeit, dann gibt es einen Pfiff. Nein, es gibt keinen Pfiff. Es gibt fast das 1-1. Mainz macht jetzt urplötzlich Druck. Nervosität, glaube ich, damit hat es nichts zu tun. Ich glaube einfach, dass heute, dass wir einfach nicht als Team das kompakt hingekriegt haben, besser zu verteidigen. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass wir verteidigen hinten, sondern verteidigen auch nach vorne. Dass wir halt einfach als Mannschaft mehr Druck drauf bringen, kompakter sind, die Räume nicht so groß haben und zweite Bälle haben. Das haben wir alles nicht gehabt in der zweiten Halbzeit. Und deswegen kam, glaube ich, auch so ein bisschen so ein wildes Spiel zustande. Und am Ende, glaube ich, liegt das wilde Spiel dann eben Mainz mehr auf uns. Bayer 04 bettelt um den Ausgleich. Danny da Costa auf der rechten Seite tanzt den Gegenspieler aus. Danny da Costa in die Mitte und jetzt ist der Ausgleich da. Nein, Lomp hält! Der ist absolut nicht beteiligt an die Gegentore. Der hat seine Arbeit gut gemacht, gut mitgespielt. Der hat seine Arbeit gut gemacht. Patrick Schick, schon im Strafraum, hat er den Gegenspieler abgeschüttelt. Tor 2-0 aus heiterem Himmel. Mit all unserer Erfahrung dürfen wir das nie wieder abgeben. Aber das hat sich schon vorher angekündigt. Wenn man so spielt, dann kann man das erwarten. Auch wenn wir das 2-0 gemacht haben, war ich noch nicht ruhig. Das spürt man im Fußball. Und ja, das darf nicht passieren. Wenn man 2-0 führt, schlecht spielt, dann muss man das Spiel auch wirklich gewinnen. Und wie gesagt, das war völlig zu Recht, dass die noch zurückkommen, weil vorher haben die Riesenchance gehabt. Jetzt sind sie vorne wieder dran im letzten Drittel. Die Mainzer 20 Meter vor dem Tor von Bayer Leverkusen. Wird jetzt die Nummer 9 geschickt und das Tor für Mainz. 1-2 nur noch aus Sicht der Mainzer hier in Leverkusen. Ein Ball segelt aus dem Halbfeld in Richtung Fünfer. Und der Torschütze, Glatzel war es, der eingewechselte Glatzel. Haben wir in den letzten 5 Minuten einfach das glaube ich, gekriegt, was wir uns über die zweite Halbzeit im negativen Sinne erarbeitet haben. Dass wir kein gutes Spiel gemacht haben und Mainz einfach dran war. So, jetzt Mainz schon wieder, wer auch sonst, über die rechte Seite mit der Flanke vors Tor. Da rutschen sie alle vorbei und das ist der Ausgleich für Mainz 05 und das völlig verdient. Beim zweiten bin ich dann direkt mit involviert, aber was soll ich machen? Der Ball kommt da rein, du nimmst halt den Fuß dahin, weil du sagst, okay, bevor der hinten reinschießt, versuchst du es noch zu verteidigen, aber ja, wenn es jemand hilft, sage ich, nehme ich auf meine Kappe oder so, aber am Ende bringt es auch nichts. Und jetzt ist es passiert, jetzt hat man es verspielt. 2-0 hat Bayer 04 bis zur 89. Minute in der Bayer Arena geführt. Unglaublich aber wahr. Und am Ende steht es 2-2. Ich bin richtig sauer darauf, weil auch die erste Halbzeit haben wir nicht gut gespielt. Das ist das schlechte Spiel, was ich gesehen habe von uns. Im Ballbesitz, schlecht in unsere Passing, schlechtes Positionsspiel, verteidigend, schlecht in die Zweikämpfe. Und es ist deshalb auch völlig normal, dass wir hier nicht das Spiel gewonnen haben. Na, scheiße. Also, sorry. Aber wenn du 2-0 führst bis zur 88. darfst du nicht 2-2 spielen. Das darf einfach nicht passieren. Darf uns nicht passieren. Und deswegen ist natürlich das Fazit nicht gut.